Hallo Ahmad, du arbeitest bei Bosch seit 37 Jahren, habe ich gehört jetzt. Magst du vielleicht was dazu sagen, wie die Geschichte deines Arbeitslebens bisher war und wie kommt es jetzt dazu, dass du nach einer solchen Zeit hier um deinen Job fürchten musst? Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich war mit 18 habe ich angefangen. Jetzt bin ich kurz vor Rente. Und wir wissen nicht, was der Arbeitgeber, Kapitalismus machen will. Und da ist keine Zukunft. Und was weiß ich, was die da planen. Die wollen Werk schließen und wir haben keine richtige Info. Und da kämpfen wir. Und da stehe ich hier, dass ich meine Leistung beitrage. Und es ist ja nicht für mich, sondern für die Zukunft, dass der Werk München, Bosch, noch weiterhin bleibt und weitere Familie dadurch sich ernährt. Und dadurch kämpfe ich jetzt. Deswegen bin ich da. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Vielen Dank. Wie kommt ihr denn zu dieser Information, dass der Betrieb möglicherweise geschlossen wird, wenn die Geschäftsführung gar keine Infos herausgibt? Ja, die Chefin hat schon so eine Info rausgegeben, dass das Bosch verlagert wird, teilweise nach Brasilien, nach China. Und das haben wir ja schon irgendwie in der Produktion mitgespürt. Eine oder andere Ware schon nach Brasilien, nach China gelagert ist. Und dadurch, wir haben ja auch IG Metall, dadurch kriegen wir Info, dass die so auslagern wollen. Sogar Stadt hat schon wegen für die Grundstückinteresse, da die Schule eingebaut wird. Und ist ja Bosch Grundstück jetzt in München sehr wertvoll ist, wo wir jetzt 200 oder 300 maximal Mitarbeiter sind. Die wollen uns einfach wegpusten nach China und nach Brasilien billiger produzieren. Und da sage ich, meine Meinung, nein, das sollte nicht so sein. Die müssen mit uns gerecht behandeln und die richtige Info geben, nicht unsere Psyche kaputt machen. Und meine letzte Wort und ich so. Ich kämpfe bis letzte Kraft. Auf jeden Fall sehr richtig. Wie sieht denn die Möglichkeit zum Kampf aus? Welche Ideen gibt es tatsächlich, sich einer drohenden Schließung zu widersetzen? Ja, Also ich bin der kleine Mitarbeiter. Ich kann nur meinen Beitrag leisten, mit IG Metall oder mit Kollegen dadurch zu kämpfen. Mehr kann ich ja nicht was sagen. Der Kapitalismus hat immer was zu sagen. Wenn die schließen, dann die schließen einfach und die schmeißen uns auf die Straße, geben uns ein paar tausend Abfindungen. Und was soll man da machen? Ja, es gibt ja momentan durch auch Streiks auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Eisenbahn, GDL-Streiks, gäbe durchaus die Möglichkeit, diesen Kampf zu verbinden und sich da gemeinsam Solidarität aufzubauen. Was würdest du denn von so einer Möglichkeit halten zum Beispiel? Ja, ich bin ja bei den anderen Kollegen auch, die haben ja auch Schwierigkeiten überall. Pandemie hat ja das auch noch da beigetragen. Jetzt ist ja nicht bloß in Deutschland so, sondern ganze Welt ist ja so. Ich weiß ja nicht. Hoffnung gibt man nicht auf. Okay, dann vielen Dank für das Interview.